So, wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards. Und wir sprechen jetzt mal mit unserer maskierten Aurelia. Und ich hoffentlich hält diese Nacht, was ich mir davon verspreche. Zum Zungenkuss wird es jedenfalls nicht kommen. Tut mir leid um eure Freundin. Ja, danke. Ich bin sehr gespannt, wollte ich sagen. Gut. Sobaran ist natürlich der Erste, eine junge Dame, die als Preis für die Nacht, da muss Sobaran, also ich meine... Ich bin zu neugierig auf dein Gesicht, dieses Ding... Ein Geschenk von Marwan. Ich war ein wenig ungezogen. Okay. Naurim, Maske abnehmen. Ja, das ist ein guter Ratschlag. Kannst du die Maske nicht abnehmen? Gute Idee, danke. Unser Zwerg ist schon sehr alt. Ich mag diese Dialoge. Ich mag das so sehr. Vor allem die von Naurim, die sind so schön. Das heißt, du bist eine Hexe. Stimmt das? Wer weiß? Gute Antwort. Sehr gute Antwort. Also Aurelia wird mir immer sympathischer. Es heißt, du bist eine Jungfrau. Stimmt das? Rein aus Interesse. Ohne Hintergedanken. Das muss ein Irrtum sein. Erst neulich habe ich es während einer Hexennacht mit 3 witterköpfigen Männern getrieben. Ich glaube, ich mag dieses Mädchen. Noch mehr dumme Fragen? Schön, finde ich gut. Was machst du in Mengbela? Nach Elanors Tod hat der Graf mich gebeten, Lysander zu folgen. Er ist wie von Sinnen. Er kennt seine Freunde nicht mehr. Irgendjemand musste etwas tun. Okay, Lysander. Was weißt du über Lysander? Ist er hier? Hey, ihr beiden könnt später in Erinnerungen schwelgen. Sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Ich bin diese lächerlichen Gladiatorenrüstungen gründlich leid. Hey, du hast gerade eine schöne neue Rüstung bekommen. Jetzt hör dich mal auf zu beschweren. Die war schweineteuer. Wie können wir dich von dieser Maske befreien? Ich fürchte, sie ist magisch verschlossen. Es gibt einen Schlüssel, aber den hat Diego Monterey. Und selbst mit der Maske könnte ich nicht weg. Irgendein Zauber liegt auf ihr. Ich kann mich nicht weiter als 100 Schritt vom Träger des Schlüssels entfernen. Also brauchen wir den Schlüssel. Auf zu Diego. Ja, würde ich auch sagen. Wir holen dich hier raus. Machen wir doch. Zu Diego. Aber bevor wir zu Diego gehen, schaue ich mal hier. Das Volk von Mengbilla liebt mich wieder. Dank euch. Halt den Mund. Schloch, ich reiß dir den Kopf ab, du. Naurim sagt immer das, was ich denke. Das ist so schön. So, vom Heiler können wir da... Was ist denn? Wir möchten was lernen. Wir möchten etwas lernen. Können wir da nicht noch so ein bisschen... Also gut, Naurim sowieso nicht. Sobaran. Da ja jetzt unsere gute Niam nicht mehr da ist. Sie ruhe in Frieden. Müssen wir... Das hier würde ich ganz gern einfach mal mit Sobaran lernen. Weil ich würde dann sagen, wir machen ihn zum Supporter. Hochleveln werde ich es noch nicht. Das können wir später... Das fand ich gar nicht so wichtig. Das lasse ich mal weg. Hochleveln werde ich es noch nicht, weil ich die Punkte gern noch sparen würde. Aber er kann es dann zumindest. Ohne, dass wir uns hinterher ärgern müssen, dass wir es nicht gelernt haben. Okay. Hm? Dann gehen wir mal zu Diego. Zu Diegos Gemach. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also storymäßig ganz weit vorne das Game. Finde ich richtig geil. Ich bin richtig heiß drauf. Die großen Sieger. Es haben mehr von euch überlebt, als ich gedacht hätte. Schlüssel für die Maske vor... Nee, erstmal muss Naurim hier seinen Senf abgeben. Ich habe dich gewarnt. Bete, dass wir sterben, Großling. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten, richtig? Falls ihr euer heruntergekommenes Elfenspielzeug vermisst, ich habe Sklavinnen, die... Ein Schrumpfkopf sollte nicht zu viel reden. Unser Elfenspielzeug, ich werde dem so wehtun. So ein Arsch. Niemand kann Niam ersetzen. So. Wo ist... Ach, hier steht er. Hinter der Säule, hat sich versteckt. So, Breeza ist schon wieder verletzt, sehr schön. Takate, ja, tu ihm mal weh, sei mal so gut. Bei Takate kann uns ja
Nee. An ihm rächen sich unsere Leute. Ich würde sagen, Takate macht hier mal ein bisschen Aua. Sehr gut. Brisa. Ah, okay. Das ist... Ich gehe mal zurück. Jetzt sehe ich ihn. Doch, ich sehe ihn noch. Sehr gut. Gott sei Dank ist Naurim so klein. Entschuldige, Naurim. Ach, okay. Schön. Entschuldigung, Frosch im Hals. Und der geht auch nicht raus. Das ist ein bisschen unangenehm. Ist ja gut, Mizitatze. So, so ein Kämpfer hätte ich gerne noch mit so einem Schwert. So einem zweihändigen. Das würde mir doch noch sehr gefallen. Mal schauen, vielleicht bekommen wir so einen noch. Surbaran ist an der Reihe. Und Surbaran hat Niam ja auch sehr gemocht. Deswegen, oh, haben wir jetzt Stufe 3. Deswegen tut er ihm jetzt mal weh. Oh, geil. Das zieht schon richtig ab. So, Brisa hat ein Problem, aber nicht mehr lange, weil Naurim ist ja auch da. Sehr schön. Was macht er jetzt? Au! Ich finde das nicht nett. Ich finde das überhaupt nicht nett. So. Niederwerfen 65%, 55%. Ich bleib bei der Finte. Das ist einfach gut, weil dann kann er nicht blocken und nicht ausweichen. Oder zumindest ist es wesentlich schwerer für ihn. Weil mit Brisa da stehen bleiben ist eigentlich auch eine dumme Idee. Ich glaube, ich gehe mal so hinter Naurim. So. 55, komm, das klappt. Verdammt. Naurim blockt. Ach ja, das ist manchmal so schön. Das, wenn das so funktioniert, ist das so richtig, richtig schön. So, Brisa ist verwundet und ich mag das überhaupt nicht. Deswegen werde ich jetzt Brisa mal heilen. Sehr schön. Oh, aber fast. Aua. Okay, er hat sich also Surbaran jetzt rausgesucht. Sollte aber auch nicht so das Problem sein. Okay, einmal kräftig drauf. 8. Sehr gut, Brisa. Wie viel hat er noch? Noch 15. Dürfte also auch nicht mehr allzu lang dauern, bis er klein beigibt. Brisa, jetzt dürfte sie ihn auch besser treffen, glaube ich. Oh, nee, noch schlechter. Okay, ich wechsle mal mit Brisa nochmal die Position. Brisa kann nur so wenig laufen, weil sie verwundet ist. Also nicht wundern. Hat aber nicht viel gebracht. Ich greife jetzt mal normal an. Dann treffen wir ihn wenigstens. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, doch. Das ist eine ganz gute Idee. Nehmen wir mal 2, das reicht. Und machen den mal platt. So, leg dich hin. Leg dich schlafen. Wahrscheinlich hätte auch der Zauber auf Stufe 1 gereicht, aber... Genau. So ist es. Sehr gut geblockt. So, Finte. Zack. Also unsere Krieger, ich bin ziemlich impressed. Ziemlich stolz auf die. Kann ich hier nicht, da muss ich wahrscheinlich genau davor stehen, um den Hebel hier umzulegen. Möchte ich aber gerade gar nicht. Vielleicht lasse ich die am Schluss noch raus. Wenn von denen ein Kerlchen nur noch einer lebt. Weil ich glaube, das gibt ja auch Punkte, ne? Surbaran. Schicken wir mal hier nach hinten. Und jetzt lassen wir ihn nochmal ein bisschen zaubern. Okay, oder es geht in die Hose. Kann ja mal passieren. Passiert dem besten Zauberer. Er hat nur noch 8. Das heißt, er ist eigentlich schon fast weg. Auch im... Sehr gut. Diese Ratte. So. Nein. Finte. Sehr schön. Zieht nicht viel ab, aber trifft halt immer. So, ich geh jetzt mal mit Brisa hierher. Ich will das ausprobieren. Zieh an dem Hebelchen.
Die haben die ja versklavt. Was? Na toll, die greifen uns an. Ich dachte, die greifen alle an. Werden sie wahrscheinlich auch, bloß wir stehen halt im Weg. Okay, Kätzchen also nicht befreien. Dumm. Sehr, sehr dumm. Dann gehen wir mal mit ihm hier vor. Angreifen kann ich mit Zurbaran. Ja, doch, kann ich noch. Auf die miese Tatze. So, Naurim kann sich jetzt um ihn hier kümmern. Okay, Takate hat anscheinend überhaupt keine Probleme. Finde ich auch sehr geil. So, Brisa dürfte ihn jetzt auch besser treffen. Nein, 65 immer noch. Aber sie trifft. Mehr will ich gar nicht. Und weicht aus. Einwandfrei. Mehr kann ich mir da gar nicht wünschen. Okay, Zurbaran sollte... Nein. Eventuell mal einen Trank nehmen. Damit er hier wieder mitmischen kann. Autsch. Das wird dir noch leid tun, das schwöre ich dir. Ja, 11. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Takate ist wirklich verdammt gut im Blocken. Da müssen wir echt mal seine Attribute anschauen, wie das geskillt ist bei ihm. Ich muss aber doch sagen, ich würde ganz gern ihn jetzt erstmal hier aus dem Weg räumen. So, das war's. Aua. Wer ist dran? Ach, Zurbaran. Ja, dann räumen wir doch mal die Miezekatze da weg. Das wird wehtun. 15. Aua. So, Naurim. Einmal Druff. Ja, okay. Einmal zur Katze. Und dann nichts mehr tun. Brisa darf mal weg. Autsch. Okay. Er hat auch nicht mehr allzu viel, aber er kann zumindest Brisa mal heilen. Gut. Wir müssen wirklich gucken, dass wir bei Zurbaran mehr Astralpunkte herbekommen. Weil er immer einfach viel zu schnell leer ist und dann nicht mehr helfen kann. Das ist immer ein bisschen ätzend. Ich meine, er regeneriert zwar schon 2 in jeder Runde, aber das ist immer noch zu wenig eigentlich. So, Brisa kann ihren Fehler wieder gut machen, indem sie die Katze ausschaltet, was sie auch tut. So, jetzt ist nur noch der Heini da. Komm, einmal mit dem Stecken auf den Kopf. Idiot. Aua. Nicht meinen Freund hauen. So, den Typen haben wir erledigt. So ein Arsch. 19 Dukaden. Oh, 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 oh. Ein Buckler, ein Hausmesser. Ein Haummesser. Okay. Ein Hackenspieß. Ein Lederschild. Schwarzes Metall. Cool. Questgegenstand auch noch. Sklaventod. Lederschild. Was? Brigantina-Stiefel. Sklaventod. Brigantina-Stiefel. Sklaventod, Lederschild. Sklaventod. Brigantina-Stiefel. Okay, wir haben auf jeden Fall einiges mitgenommen. Sind jetzt wahrscheinlich wieder total überpackt. Wir können jetzt mit Aurelia quatschen. Ich würde aber doch sagen... mit euch. Sekunde, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Naurim und Brisa. Horon mit euch. Danke, danke. Wir machen schnell was, ne? Nein. Das haben wir gleich. Natürlich, natürlich. Brisa und Naurim. Okay. Okay, wir sollten alle heilen. Ich habe vergessen, wir können Horon ja nicht schlafen. Mit euch. Das vergesse ich hier immer. Das haben wir gleich. Ja, dann. Zack, zack. So, alle geheilt. Dann gehe ich nochmal zum Händler. Gehe mal auf Items. So, wir kaufen uns jetzt hier ein paar Zaubertränke. Wie viel hat er denn? Boah, für 60. Nee, dann kaufe ich mal 2. Die sind echt teuer, die Dinger. Die Stiefel hier. Die bringen nur 10. Die finde ich jetzt auch nicht so geil.
Die verkaufe ich mal. Kann jetzt auch ein Fehler sein, aber die finde ich jetzt wirklich nicht so prickelnd. Haben unsere Charaktere überhaupt Stiefel an? Also Naurim auf jeden Fall. Inventar. Nee, er hat überhaupt keine Stiefel an. Und ich verkaufe einfach die Stiefel, die ich habe. Ich bin so gut. Mann, haben wir noch Stiefel? Nein, habe ich jetzt alle verkauft. Na toll. Okay, dann pass mal auf. Was verlangt er denn jetzt, der Wucherer? Ja, okay, 5 Dukaten. Und für die 14. Nee, komm, was soll's. Nehmen wir ein paar mit für Soberan. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt Inventar gehe, du kriegst jetzt erstmal Stiefeletten an. Das war so dumm. Die sind metallisch. Ich bin so ein Idiot. Das nützt mir doch gar nichts. Ich mach gerade hier Geld kaputt ohne Ende. Mist. Wir brauchen die hier. Lederstiefel. Die nehmen wir mit 5 Dukaten. Ich habe hier gerade Geld kaputt gemacht ohne Ende. Aber ey, ganz ehrlich. Ich fange jetzt die Aufnahme bestimmt nicht vom letzten Speicherpunkt wieder an. Wir machen hier weiter. Müssen mit den Fehlern eben leben. Ist eben so. Aber ich würde ihn ganz gerne noch... hier seine Zaubertränke, die wir gekauft haben, noch geben. Und einen sogar gleich geben. Weil sonst ist er im nächsten Kampf ja wieder gleich, ne? Naurim ist gut ausgerüstet. Das passt. Breeza eigentlich auch. Items... Sekunde. Wieso hat Breeza denn keinen Heiltrank und nichts drin? Haben wir den... Habe ich ihr den nicht gegeben? Oh, okay. Heiltränke natürlich auch für Naurim. Items. Okay. Dann kann er ja eigentlich auch noch 2 schwache Heiltränke nehmen. Mehr haben wir eh nicht an Mana trinken. Hm. Takate nimmt dann eben auch noch einen Heiltrank. Allerdings, dann gebe ich ihm aber einen schwachen und einen großen Heiltrank. Ja, so machen wir das. Gut. Nun ist die Frage, verkaufen wir erstmal? Ein bisschen zumindest. Rüstungen haben wir jetzt nichts mehr, aber wir haben Waffen. Die Pfeile behalten wir auf jeden Fall. Der Buckler... Attacke 6, Attacke 0, Parade 1. Ich glaube, da hat Naurim ein besseres. Da gucke ich jetzt nochmal rein. Genau, hier. Parade 3. Okay, der ist auf jeden Fall besser. Wie das Schild, wie Buckler und Lederschild hat. Parade 3 hat auch 3. Gewicht 2,5. Gewicht 3,5. Okay, Parade 3. Initiative minus 1. Initiative 0. Okay, dann tausche ich das Schild jetzt mal aus gegen das Lederschild. Dann ist mir das doch lieber. Würde ich sagen. Ja. Gut. Ja, Sklaventod ist zwar eine schöne Waffe, können wir aber nichts mit anfangen. Weil wir haben keinen, der dieses Waffentalent wirklich beherrscht, oder? Nee, Säbel 0. Säbel 0, Säbel 0, Säbel 0. Bringt uns also überhaupt nichts. Können wir also verkaufen. Gehe ich nochmal rein. Aber hier, was war denn das? Hakenspieß. Für Takase? Hm? 1W6 plus 3. Plus 0 ist 4 minus 9. Stichschaden. Attacke 0. Was hat der hier? Ja, okay, der hat Attacke 1. Okay, dann ist das besser. Dann können wir das Ding wirklich verkaufen. Schade. Aber gut, verkaufen wir halt das Zeug. Mache ich das mal kurz. Rüstungen, Items, Waffen. Weg. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht wieder mega Fehler hier. Weg. Wegwerfen? Nein. Ich möchte es verkaufen. Ich glaube, ging das nicht so? Ging das nicht STRG und... Nee. Alt? Nee. Shift? Ah, okay.
Shift und anklicken, dann verkaufe ich das. Sehr gut. Das kann auch weg. So, dann sind wir wieder ein bisschen leichter. Wir haben zwar viele Items dabei, aber die möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verkaufen, weil wir brauchen ja auch immer wieder was. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann quatschen wir nochmal mit Aurelia. Den Schlüssel haben wir ja jetzt und dann gucken wir uns die hübsche Dame mal an. Bis dahin, ciao.